Wunderschönen Nachmittag, herzlich willkommen meine Damen und Herren hier bei unserem allerersten Webinar der ACB. Ich freue mich, dass Sie bei diesem quasi Jungfernflug mit dabei sind, vor allem auch, dass so viele von Ihnen mit dabei sind, obwohl wir heute natürlich mit dem super Wetter draußen eine sehr, sehr starke Konkurrenz haben. Das ist großartig, wir haben uns aber auch für diesen Jungfernflug auch ein ganz besonders gutes und sehr aktuelles Thema ausgesucht. Es geht um die Cloud. Ich habe für dieses Thema, darf ich mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Bernhard Wuschitzki, ich habe die Ehre, Sie heute durch dieses Webinar zu führen und ich habe für dieses Thema einen Experten in Sachen Cloud bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Christian Decker, freue mich, dass Sie da sind. Ich weiß, Sie mögen es nicht wirklich gerne, wenn man sagt, Sie sind quasi ein IT-Urgestein, aber das trifft halt irgendwie ein bisschen am besten, die ganze Geschichte. Ganz kurz zur Erklärung, schon im vergangenen Jahrtausend waren Sie quasi in der Materie drinnen, haben als Microsoft-Fanboy begonnen, dann direkt zu Microsoft gegangen und jetzt sind Sie aber endlich dort, wo Sie hinkommen, nämlich bei der ACB IT Solutions als Cloud-Architekt. Ich fühle mich jetzt drin. Gut, wegen dem Jahrtausend. Gut. Ganz kurz vielleicht vor Beginn des Webinars darf ich Ihnen ganz kurz den Ablauf erklären. Wie wird es funktionieren? Wir machen das ein bisschen anders, als es vielleicht bei manchen Webinaren abläuft, die Sie schon kennen, wo am Ende eine Fragerunde stattfindet. Wir machen das genau gegenteilig. Wir werden die Fragen, wenn Sie über den Chat hineinkommen, direkt, so gut es geht, während des Vortrags beantworten, mit einbauen, auch dass das die Frage natürlich ein bisschen aktuell bleibt und direkt beantwortet werden kann. Thema Cloud haben wir schon gesagt, es geht um den Cloud-Verstand und der ist im Vergleich zum Hausverstand, jetzt weder Mann noch Frau, das ist uns völlig wurscht, das lassen wir beiseite. Es geht um einen Begriff, der in der IT in den letzten Jahren herumgeistert wie kaum ein anderer, glaube ich, der aber auch polarisiert wie kaum ein anderer. Und da müssen wir schon ehrlich bleiben und sagen, dass der Begriff Cloud jetzt nicht nur positiv besetzt ist, oder? Absolut richtig. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Thema Gartner, von Gartner gibt es diesen bekannten Hype-Cycle for Emerging Technologies. Das heißt, wo Gartner sagt, welche Technologien werden in der Zukunft eine Rolle spielen. Und wenn man sich das anschaut, 2014 war die Cloud gerade im Tal der Disillusionierung. Das heißt, da hat man festgestellt, dass die Versprechungen, die man mit dem verbunden hat oder die einem erzählt worden sind, in der Praxis doch nicht so laufen. Und da gebe ich Ihnen recht, das war genau die Zeit, wo man den Kunden immer gehört hat, nimm dieses Wort nicht in den Mund. Für mich ist sehr spannend, wenn man sich diesen Cycle von 2015 anschaut, dann ist das Thema Cloud Computing dort schon nicht mehr drauf und wir haben nur noch das Thema Hybrid Cloud Computing, das dort läuft. Und wenn man sich den Cycle von 2016 anschaut, dann sieht man, dass Gartner hier das gleiche Gefühl hat, das auch wir in der Praxis haben, dass nämlich dieses Thema den Ruf des, das kommt irgendwann und ja, das wird vielleicht wichtig oder lass mich in Ruhe damit, eigentlich verloren hat, dass die Cloud angekommen ist, dass die Kunden beginnen, sich wirklich ernsthaft damit nicht nur zu beschäftigen, sondern wir sehen, dass sehr viele Kunden umsteigen. Also gerade so in den letzten 12, 14 Monaten merken wir, dass immer mehr Kunden die Projekte starten, die Umstellungen machen, sehr zufrieden sind damit und dass es quasi diesen schlechten Ruf eigentlich verloren hat und dass die Kunden jetzt merken, okay, da gibt es Firmen, die stellen um und das funktioniert und ist gut. Also wir können, glaube ich, sagen, die Cloud ist nicht mehr dieses Böse, das irgendwie, vor dem viele Angst gehabt haben. Ja. Trotzdem, und ich weiß, Sie haben gerade eben die Praxis erwähnt, werden Sie es in Ihrer täglichen Praxis auch merken, dass da immer noch eine gewisse Distanz da ist, so wirklich einfach alles in die Cloud zu geben und sich ja eigentlich als IT selbst abzuschaffen ein bisschen, oder? Ja. Das ist etwas, was ich in den Gesprächen selten höher, aber sehr oft spüre von meinen Gesprächspartnern, dass die sagen, ja, aber ich möchte nicht alles in die Cloud geben. Und ich merke einfach, dass viele Menschen die Cloud als schwarz-weiß sehen. Und in Wirklichkeit ist es was anderes. In Wirklichkeit ist das Thema sehr, sehr bunt. Und es gibt ein paar Services, wo es Sinn macht, dass man sagt, diese Services lasse ich von einem Public Cloud Betreiber betreiben. Es gibt ein paar Services, die machen Sinn, dass sie zum Beispiel bei uns im Data Center laufen. Und es gibt ein paar Services, wo es absolut Sinn macht, dass die bei Ihnen in Ihrem Data Center weiterlaufen werden. Und ich traue mich zu wetten von meiner Erfahrung, dass es auch in 10, 15 Jahren immer noch
lokal betriebene IT geben wird. Warum? Je businessrelevanter ein Service ist, je wichtiger dieses Service für meinen ursprünglichen Business-Zweck ist, umso eher, umso individueller dieses Service ist, umso eher werde ich es on-premise betreiben. Je standardisierter ein Service ist, je mehr ein Service dorthin geht, dass ich sage, eigentlich habe ich durch dieses Service keinen Business-Vorteil, weil eh jedes Unternehmen dieses Service genauso nutzt, umso eher wird das ein Service sein, das ich in der Public Cloud betreiben werde. Was aber auf jeden Fall ganz wichtig ist, und da geht es auch um, glaube ich, einige Bedenken in Sachen Cloud-Services, ist, dass der riesengroße Aspekt der Sicherheit im Bereich der Cloud, oder? Ja. Das ist etwas, was man auch in jeder Diskussion hat, bewusst angesprochen oder unbewusst wieder spürt. Dieses Thema, sind meine Daten in der Cloud sicher? Woher weiß ich, wer die Daten lesen kann, wo die Daten liegen? Und bei diesem Thema gibt es ein Bauchgefühl und ein Kopfgefühl. Und das Kopfgefühl ist relativ einfach zu beantworten. Wenn man das am Beispiel der Microsoft anschaut, dann braucht man sich nur anschauen, welche externen Zertifizierungen die Microsoft hat. Und ich möchte mich da jetzt beim Publikum entschuldigen, dass die Schrift so klein ist. Ich hätte sonst die Zertifizierungen alle nicht auf eine Slide gebracht. Ich habe auch die nicht-europäischen oder internationalen Zertifizierungen weggelassen, damit es halbwegs lesbar bleibt. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann hat die Microsoft in ihren Datacentern, in den Business Cloud Datacentern, so ziemlich jede Zertifizierung, die ich als externer IT-Dienstleister bekommen kann. Und diese Zertifizierungen stellen jetzt für die Nutzer sicher, dass die Daten sicher dort gespeichert sind, dass die Prozesse im Unternehmen in den Cloud so sind, dass jetzt nicht der Administrator in der Nachtschicht, weil es um 3 in der Früh jetzt gerade Fahrt ist, anfängt, ihre Mailbox zu lesen, sondern dass auch von externer Stelle sichergestellt ist, dass die Prozesse so sind, dass meine Daten dort sicher liegen. Und ich gebe Ihnen auf der anderen Seite des Bildschirms nur mit, schauen Sie sich diese Zertifizierungen an und überlegen Sie mal ganz einfach nur, welche Zertifizierungen Sie in Ihrem Datacenter haben. Überlegen Sie, ob Sie überhaupt die finanziellen Mittel, die Ressourcen haben, Ihre Daten in Ihrem Unternehmen so zu schützen, dass Sie sicher sein können, dass nur die Personen, die auf die Daten zugreifen können, auf die Daten zugreifen und dass ihre Daten dort auch sicher liegen. Also Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, in diesem Bereich, aber offenbar eben in dem Fall nicht das große Problem. Also das scheint man zu wissen, dass das wichtig ist. Trotzdem kenne ich sehr viele Firmen, die einfach eine ganz strikte No-Cloud-Politik fahren. Ich nehme an, das kriegen Sie auch mit. Ja, ja. Sehr oft auch nicht von der IT-Abteilung, sondern von ganz sagt oben. Der IT-Leiter, ja, genau. Vorstandsentscheidung, wir haben eine No-Cloud-Policy. Zu dieser No-Cloud-Policy habe ich eine Studie gefunden, die mir das bestätigt, was jeder von uns in Wirklichkeit weiß, dass nämlich die strikte No-Cloud-Policy gar nicht heißt, dass im Unternehmen keine Cloud-Dienste genutzt werden. Diese Studie sagt, dass jeder 8. Mitarbeiter Consumer-Cloud-Dienste im Unternehmen nutzt. Und zwar nicht für sich selber, sondern für sein Business, also für seine Arbeit. Sehr spannend bei der Studie habe ich auch 2 Punkte gefunden. Das eine ist, die User nutzen das, weil sie sagen, ich möchte effizienter sein, ich möchte produktiver sein, ich möchte meine Ziele erreichen, ich möchte meinen Job machen in Wirklichkeit. Und das Zweite, was ich an der Studie sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie sagen, meine IT-Abteilung ist eh schon so überlastet und ich möchte die Burschen jetzt nicht mit meinen Problemen irgendwie belasten. Also ich mache mir das selber, damit meine IT da jetzt keine Arbeit hat. Was ja jetzt prinzipiell nicht so schlecht ist, weil ich meine, der Wunsch, eine Abteilung im Haus zu entlasten, ist ja eigentlich ein sehr schöner, ist aber offenbar nicht so toll, oder? Vordergründig ja, wenn wir uns anschauen, was sind so die Gefahren von dieser Schatten-IT, also die IT, die außerhalb der offiziellen Kanäle fällt. Das Wichtigste ist, der IT hat keine Kontrolle darüber. Das heißt, ich als dafür Verantwortlicher weiß nicht, was in meinem Haus in diesem Bereich passiert. Die Daten liegen in Consumer-Cloud-Diensten, wo ich mich fragen muss, wie schaut Datenschutz, wie schaut die Sicherheit aus? Hier kommt auch das Thema der Datenschutzgrundverordnung wieder zum Tragen.
auf das ja im Moment die ganze Branche und eigentlich die gesamte Industrie wie das Kaninchen auf die Schlange schaut, weil sie alle vor nächsten Jahr 18 Angst haben. Keiner weiß genau, was passiert. Die Grundaussage von der Datenschutzgrundverordnung heißt aber, du musst wissen, was mit deinen Daten passiert, wo deine Daten liegen, wer darauf Zugriff hat. Das ist bei Consumer Cloud-Diensten schwierig. Wichtig ist auch, die Accounts, mit denen die User auf diese Consumer Cloud-Dienste zugreifen, sind personenbezogen. Das ist mein Account und nicht ein Firmenaccount. Das heißt, wenn ich das Unternehmen verlasse, nehme ich diesen Account mit allen Konsequenzen und auch die Daten. Und hin und wieder höre ich auch von IT-Abteilungen, dass die User Support fordern für Cloud-Dienste. Das heißt, der ruft an in der IT-Abteilung und sagt, du, ich habe mir da eine Datei überschrieben, kannst du mir die bitte zurücksichern? Und dann sagt die IT, ja, auf welchen Share liegt es? Das liegt in meiner Dropbox. Und dann kommen die User drauf, dass die Firma in der User Dropbox jetzt nicht wirklich Support liefern kann. Was irgendwie auch logisch ist auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem, weil wenn die IT dann eigentlich gar nicht wirklich weiß, was da wie verwendet wird. Ja? Also die haben da vielleicht gar keinen Einblick. Dann kann dann ja auch logischerweise schwer eingreifen in die ganze Geschichte. Passiert trotzdem. Ja. Und das ist der Grund für unser Angebot. Wir haben ein Angebot zurechtgeschnürt, das Ihnen hilft, diese Schatten-IT im Unternehmen zu erkennen. Das heißt, Sie geben uns die Logfiles Ihrer Firewall. Wir anonymisieren diese Logfiles, weil es bei der Erhebung nicht wirklich darum geht, ob der Herr Müller jetzt Dropbox nutzt, sondern es geht darum, zu schauen, welche Dienste werden bei mir genutzt. Wir analysieren Ihnen das in die Anzahl der Daten, die genutzt werden, in die Kategorien der Dienste. Sie sehen, welcher Dienst braucht wie viele Daten. Und ganz wichtig für Sie, wir schauen uns auch die Sicherheit der Cloud-Anbieter an, das heißt der Cloud-Dienste, die hier genutzt werden. Und Sie bekommen von uns eine Einschätzung, wie sicher und wie unsicher die Daten in diesen Clouds liegen. Das ist so ein Ranking von 10 bis 1. 10 sind die Cloud-Dienste, die zertifiziert sind, die verschlüsselte Daten haben und so weiter. Und je niedriger das Score wird, umso niedriger ist die Zuverlässigkeit oder besser gesagt die Credibility, also die Vertrauenswürdigkeit von diesem Cloud-Anbieter. Beispiel, ich habe mir hier einen kleinen Cloud-Speicheranbieter angeschaut. Hier sieht man, die Daten liegen in den Niederlanden. Das ist grundsätzlich gut, weil sie damit in der EU liegen, dem EU-Datenschutz unterliegen. Die Firma selber kommt aber aus Russland, wo ich jetzt, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Vorurteile, aber ich persönlich hätte jetzt eher Bedenken, meine Daten einem russischen Consumer-Cloud-Anbieter zu geben. Insbesondere, wenn man sich unten anschaut, dieser Cloud-Anbieter auch nicht wirklich zertifiziert ist, das heißt nicht wirklich von extern überprüft wird, ob die Versprechen, die er macht, auch wirklich eingehalten sind. Wir setzen uns mit Ihnen zusammen in einem Meeting, präsentieren Ihnen die Ergebnisse der Cloud-Analyse und bespreche mit Ihnen mögliche Alternativen. Das Ganze kostet 990 Euro und für alle Teilnehmer an diesem Event, also jeder, der hier angemeldet ist, gibt es die Aktion, dass Sie diese Schatten-IT-Analyse um 490 Euro bekommen. Wenn Sie jetzt sagen, ich brauche das nicht, weil ich habe es ja verboten bei mir Unternehmen und bei mir nutzt eh keiner Cloud-Dienste, gehen Sie überhaupt kein Risiko ein. Wenn wir keine Cloud-Dienste finden, die Ihre Mitarbeiter nutzen, ist die Analyse für Sie natürlich kostenlos. Das klingt jetzt ein bisschen ironisch, weil es wirkt jetzt so, als würden Sie dieses Angebot machen, weil Sie wissen, Sie finden ohnehin was. Also ist es wirklich so, dass jeder benutzt? Also ganz ehrlich, ich habe das mit einem Kollegen diskutiert, der hat gemeint, naja, aber dann, wohin schreibe ich dann die Stunden von meinen Technikern? Sag ich, brauchst keine Angst haben, dass passiert nicht. Okay, also scheinbar macht das wirklich jeder. Okay. Wir haben eben schon gesprochen darüber, dass das natürlich aber auch zu Problemen führen kann. Ja. Jetzt haben Sie vorhin diese Accounts angesprochen, dass natürlich, mal angenommen, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, aus welchem Grund auch immer, trotzdem bleibt der Account, wenn er von so einem Consumer Cloud Service Kunde ist oder angemeldet ist, ja bei ihm. Genau. Das heißt, er kann in Wirklichkeit da weitermachen. Ich glaube, das klingt jetzt nicht ideal und das bringt uns auch schon zu unserem nächsten Teil im Webinar. Genau, das ist der zweite Teil. Das ist das Thema, wie gehe ich mit diesen Accounts in der Cloud um?
Wenn wir uns das anschauen, in einem Unternehmen habe ich meistens ein Active Directory, also ein Großteil der Unternehmen nutzt ja Active Directory, wo ich meine Mitarbeiter als IT verwalte und ich habe im Idealfall Business-Applikationen, die die Accounts aus dem Active Directory nutzen, damit der User mit denen arbeiten kann. Wenn die User jetzt Cloud-Dienste nutzen, brauchen die User dort wieder Accounts. Das ist für mich als IT eine Arbeit, weil ich muss die Mitarbeiter dort anlegen und dort anlegen. Und das ist auch für den User mehr Aufwand, weil er einfach mehr Accounts hat, um die er sich kümmern muss, mehr Passwörter, um die er sich kümmern muss. Und für mich als IT ist es auch das Problem, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss ich wissen, wo ich ihn überall lösche. Problematisch auch, wenn ich Partner und Kunden habe, die auf meine Daten zugreifen wollen, dann muss ich für die in meinem Active Directory Accounts anlegen, damit die auf meine Applikationen Daten zugreifen können und ich muss mich darum kümmern, wenn der sein Kennwort vergessen hat oder das Unternehmen verlässt. Was mir am Office 365 so gut gefällt, ist, die Microsoft hat auch in der Cloud ein Active Directory, das heißt halt Azure Active Directory und ich habe ein kleines Tool, AD Connect, mit dem kann ich mein Active Directory, meine User mit der Cloud synchronisieren. Das heißt, ich nehme meine User Accounts und durch das AD Connect erzeugt die Microsoft in der Cloud für diesen User einen Account. Der User kann sich mit seiner E-Mail-Adresse im Unternehmen anmelden und er kann sich mit derselben E-Mail-Adresse gegenüber der Cloud authentifizieren. Das Kennwort wird beim AD Connect zweimal verschlüsselt im Active Directory in der Cloud gespeichert. Das heißt, der User meldet sich auch bei den Cloud-Diensten mit demselben Kennwort an. Wenn er sein Kennwort im Unternehmen ändert, ist es auch in der Cloud geändert. Wenn Sie jetzt sagen, Zertifizierung ganz gut, aber die Kennwörter, ich weiß nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie mit Active Directory Federation Services arbeiten. Hier wird die Anmeldung von der Cloud dann umgeleitet auf Ihr eigenes Unternehmen. Der User merkt eigentlich nichts davon und der User authentifiziert sich gegenüber Ihrem Domain Controller. Das ist das, was wir für größere Unternehmen empfehlen, vor allem auch deswegen, weil es den Vorteil hat, wenn ich auf meinem PC im Unternehmen angemeldet bin, dann kann ich die Cloud-Dienste ohne jede zusätzliche Authentifizierung nutzen. Das heißt, den SharePoint in der Cloud zum Beispiel nutze ich genauso wie einen SharePoint, der bei mir im Unternehmen ist. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil am ADFS ist das eine, Sie brauchen 4 Server, um dieses ADFS-Service ausfallsicher zu betreiben. Und der zweite Nachteil ist, wenn der Bagger die Internetleitung zu Ihrem Haus zufällig erwischt und Sie vom Internet getrennt sind, steht auch die Cloud. Also nicht die ganze Cloud, aber für Ihre Mitarbeiter, die können dann auch die Cloud-Dienste nicht nutzen, weil sie sich einfach nicht authentifizieren können. Genauso wie die User synchronisiert werden, ist es auch so, wenn ein User das Unternehmen verlässt und Sie deaktivieren im Active Directory, dann brauchen Sie nicht mehr überlegen, wo Sie den User sonst noch in der Cloud deaktivieren müssen. Durch die Synchronisation ist in dem Moment, wo der User im Unternehmen deaktiviert ist, der User auch in der Cloud deaktiviert. Und wenn ich mir das von Partnern anschaue, das ist für mich ein Bereich, der interessanterweise auch von der Microsoft sehr, sehr selten erwähnt wird, und den ich aber für einen ganz massiven Business-Benefit halte. Immer mehr Kunden, immer mehr Firmen nutzen das Azure Active Directory in der Cloud. Was heißt das für Sie, wenn wir beide jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten würden und Radio Wien in Office 365 wäre, dann würde das für mich heißen, dass ich Ihren Active Directory Account, der mit der Cloud synchronisiert ist, auf meinem SharePoint berechtigen kann. Also hier wie im Beispiel mit einem Microsoft-Kollegen. Das heißt, ich kann Ihren Active Directory-Account nehmen und auf meinem SharePoint berechtigen. Und genauso kann ich, wenn ich Skype for Business nutze, dort nicht irgendeinen Account von Ihnen nutzen, sondern ich nutze Ihren Firmenaccount in meinem Skype for Business. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass ich mich nicht darum kümmern muss, ob Sie Ihr Kennwort vergessen haben, weil es ist Ihr Kennwort. Es hat aber auch den anderen Riesenvorteil, wenn Sie Radio Wien verlassen und damit eigentlich auf meine Daten keinen Zugriff mehr haben müssen oder mit mir nicht mehr als Radio Wien chatten,
weil wir chatten ja dienstlich und nicht privat. Ja. In dem Moment, wo Sie Radio Wien verlassen und Radio Wien Ihren Account sperrt, ist der Account auch in der Cloud gesperrt und Sie haben auch auf meine Ressourcen keinen Zugriff mehr, obwohl ich vielleicht gar nicht mitbekommen habe, dass Sie nicht mehr beim Unternehmen sind. Und das ist in der täglichen Projektarbeit etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte von der Sicherheit, von der Administration. Das erspart uns allen viel Zeit und birgt wenig Gefahren. Nützt mir vielleicht die Gelegenheit jetzt, wir haben eine Frage reinbekommen, Teilnehmer Franz schreibt uns, gibt es Szenarien für zum Beispiel, wir haben mit Office 365 begonnen, mit eigenem User-Account und wollen jetzt auf Active Directory-Synchronisation umsteigen, ohne dass jetzt alle OneDrives übersiedelt werden müssen etc.? Ja, die Möglichkeit besteht grundsätzlich, also die Seller-Antwort ist natürlich, funktioniert das. In der Regel funktioniert das, man kann das matchen. Ob es in Ihrem speziellen Fall funktioniert, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber grundsätzlich kann ich eine Zuordnung machen, dieser Active Directory Account gehört zu diesem Cloud-Only Account. Da würde ich Sie bitten, dass Sie im Anhang, haben Sie unsere Kontaktdaten, können Sie sich mit uns zusammensetzen und wir können uns das anschauen. Okay, kommen wir zurück zu dem Bereich, wo wir gerade waren. Sie haben gerade erzählt von der Möglichkeit, da natürlich den Partner, der eben nicht mehr da ist, quasi zu löschen. Ja. Das heißt, schauen wir vielleicht noch einmal ganz kurz auf den Bereich zurück, den wir vorher gehabt haben, diese die Liste. Cloud-Dienste. Die Cloud-Dienste, die Consumer Cloud-Dienste, Top 20 Consumer Cloud-Services. Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir hier sehr deutlich, es gibt wirklich viele große bekannte Namen. Google Drive, Dropbox auch eingekastelt, markiert. Sind jetzt Dienste, die viele von uns verwenden, ich tue das ebenso, hätte ich aber jetzt eher als lieb, nett, gut eingestuft. Ja. Ist das falsch? Jein. Gerade der Consumer Cloud Speicher ist etwas, was sehr, sehr häufig genutzt wird in Unternehmen. Das Problem ist wieder die Kontrolle der IT. Ich als IT habe keine Ahnung, wo die Daten liegen. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, mit wem Sie diese Daten geshared haben, ja, weil das nicht in meiner Kontrolle liegt. Und hier wieder Datenschutzgrundverordnung und eigentlich auch der gesunde Hausverstand. Ich möchte als Unternehmen eigentlich schon wissen, wo meine Unternehmensdaten liegen und wer auf diese Unternehmensdaten Zugriff hat. Das zweite Thema ist die Datenschutzbestimmungen, also die AGBs dieser Cloud-Speicher. Die sind teilweise spannend, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Man muss dazu sagen, die großen, also Dropbox, Google Drive, OneDrive, die habe ich vor 3-4 Jahren, da war viel Spaß drinnen, die bei Präsentationen auszugsweise vorzulesen, waren damals auch nicht wirklich verständlich geschrieben. Da war ich jetzt beim Vorbereiten von dem Event fast ein bisschen enttäuscht, weil ich sagen muss, bei den großen, das ist klar, das ist deutlich geschrieben, das ist gut strukturiert, das die Daten unterliegen dem Datenschutz. Also hier steht sehr klar drinnen, was mit den Daten passiert. Dann habe ich mir ein paar kleinere Consumer Cloud Speicher angeschaut und bei einem habe ich einen sehr netten Satz gefunden. Wir haben das Recht, Nutzer zu eliminieren. Sehr, sehr schön. Woher kommen die? Oder was? Naja, das ist ein russischer Cloud-Anbieter. Das macht jetzt die Sache nicht wirklich besser, weil sie akzeptieren diese AGBs, wenn sie diesen Cloud-Speicher verwenden. Und wenn dann, Entschuldigung, die Vorurteile, falls Russen zuschauen, wenn dann der Russe mit der schwarzen Sonnenbrille im schwarzen Anzug dasteht und sie eliminiert, dann handelt er gemäß den AGBs. Recht, weil ja. Gemäß den AGBs. Aber ich gehe mal davon aus, das ist ein Übersetzungsfehler. Hoffen wir es zumindest, oder? Aber es gibt offenbar noch mehr. Aber hey, es steht auch dort zum Beispiel drinnen, wenn uns danach ist, löschen wir Ihr Konto. Also in unserem eigenen Ermessen liegt es, Ihr Konto zu stornieren. Mhm. Da können Sie dann nicht anrufen, weil in den AGB steht ja, entschuldige, wenn uns danach ist. In den AGB steht übrigens auch klar und deutlich, dass Sie dem Cloud-Anbieter, dem russischen wohlgemerkt, eine unwiderrufliche, unbefristete und übertragbare Lizenz zur Nutzung und zum Vervielfältigen von Inhalten geben. Das heißt, wenn Sie bei Cola arbeiten und das geheime Cola-Rezept dort speichern, dann erlauben Sie dem, dass er dieses Rezept nimmt und verwendet. Und noch schlimmer, Sie erlauben ihm auch, dass er es verkaufen darf. Das ist das Spannende an der AGB, die machen das nicht heimlich.
Die schreiben in ihre AGBs, was sie mit ihren Daten vorhaben. Und das ist die Gefahr. Warum? Wie viele AGBs haben Sie schon gelesen? Ich wollte gerade sagen, das ist genau das. Also ich glaube, das ist die größte Lüge der Menschheit. Ich habe die AGBs gelesen. Also niemand macht das. Das ist völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Und dann steht sowas drin. Und dann, ganz ehrlich, da wäre ich als Kunde, wenn meine Kundendaten dann verkauft sind, auch ziemlich sauer. Und Sie als Firma können nicht einmal den Cloud-Anbieter schadhaft halten, weil der schaut Ihnen lächelnd in die Augen und sagt, Entschuldigung, steht in den AGBs. Okay, jetzt können wir uns das Ding durchlesen natürlich. Da wären wir alt wahrscheinlich. Wie lange hat das gedauert bei Ihnen? War nicht so. Sie hatten mal viel Zeit. Ich bereite mich gut auf meine Vorträge vor. Aber das heißt, wir haben eigentlich keine Kontrolle, wer wann, wie, wo, was mit unseren Daten macht. Ja. Jetzt könnte man als Unternehmen sagen, Moment, da läuten ja alle Alarmglocken, die nur so läuten können. Ich sperre den ganzen Blödsinn. Genau. Ja. Am besten ist, ich mache eine Dienstanweisung Nummer 423 Absatz 3. Die Nutzung von Cloud-Diensten ist im Unternehmen verboten. Wird das funktionieren? Ganz bestimmt. 100%. Ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Ja. Richtig. Auch das Thema, wenn ich Cloud-Dienste sperre, führt aus meiner Erfahrung dazu zu zwei Effekten. Der Effekt 1 ist, die IT ist der Böse. Die IT hindert mich daran, Business zu machen. Der zweite Effekt ist schlimmer. Die User finden Wege, trotzdem Cloud-Dienste zu nutzen. Wir haben gegenüber von unserem Büro ein Büro mit einem großen Schaufenster und da steht so ein großer 3-Router drinnen. Und jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, frage ich mich, ob die IT von diesem Unternehmen weiß, dass dort ein UMTS-WLAN-Router steht. Oder ob die Kollegen im Zimmer nicht gesagt haben, sie legen zusammen, leisten sich sowas und fahren quasi ihr eigenes WLAN, das jetzt nicht die Cloud-Dienste sperrt. Also die umgehen das einfach, was ihnen auferlegt wurde, um das weiterhin machen zu können, was sie wollen. Genau. Das heißt, sperren ist nicht der richtige Weg. Ja? Schauen wir uns an, warum nutzen die Mitarbeiter private Cloud-Speicher? Nutzen sie Dropbox? OneDrive? Ja, doch. Ja. Also, warum? Also File-Transfer eigentlich in den meisten Fällen, halt, wenn Dateien größer sind, als es wie per E-Mail schicken lassen würde. Genau. Nützt sich halt sowas, um Videos zu sharen oder was auch immer. Also das ist einer der häufigsten Anwendungsfälle, das Teilen von Dateien mit Externen, der bequeme Zugriff von unterwegs, der Zugriff, dass ich von meinem Handy oder von meinem iPad, von meinem Android auf die Daten zugreifen kann und viele auch zur Datensicherung. Also ich habe früher auch immer, wenn ich Präsentationen gehabt habe, meine PowerPoint-Slides sicherheitshalber noch auf seinen Cloud-Speicher gesetzt, weil ich mir gedacht habe, puh, wenn mir mein Laptop irgendwie blöd runterfällt, dann habe ich die Slides nicht und dort liegen sie zumindest sicher und ich habe sie. Das heißt, die Mitarbeiter nutzen diese Dienste, weil es ihnen im Job weiterhilft. Wenn ich es verbiete, behindere ich sie im Job. Die bessere Möglichkeit ist, statt verbieten, dass ich sage, ich gebe dir von mir kontrollierte Möglichkeiten, mit denen du das Gleiche kannst. Und als Cloud-Speicher ist hier OneDrive for Business zum Beispiel eine der Alternativen. Okay, verzeihen Sie mir das Lächeln in dem Fall, aber OneDrive for Business, ich sage einmal, Stabilität, so ähnlich wie die Abgasmessungen bei VW, hat jetzt nicht den besten Ruf, oder? Zumindest in den letzten Jahren. Absolut. Ich nutze das, also das gibt es, glaube ich, seit 2-3 Jahren. Wir haben das schon vor 3 Jahren Kunden empfohlen und implementiert. Es war bei einem Kunden so, dass er knapp dran war, uns zu klagen. Warum? Das Ding hat einfach nicht funktioniert. Was blöd ist. Gerade bei so einem Cloud-Speicher ist das einfach blöd, wenn ich ständig Synchronisationsprobleme habe. Das ist so eins der schlechtesten Stück Software, die Microsoft jemals abgeliefert hat. Das traue ich mich hier öffentlich zu sagen, weil das weiß die Microsoft selber. Die Microsoft hat letztes Jahr im Herbst, im Oktober, glaube ich, einen komplett neu geschriebenen Client rausgebracht. Und ich muss sagen, der funktioniert endlich. Das heißt, der macht endlich das, was ich mir so von einem Speicher erwarte. Und wenn wir uns anschauen, was kann OneDrive? Ich habe, wenn ich OneDrive for Business erwerbe, 1 Terabyte Speicher pro Benutzer. In den größeren Plänen und wenn ich mindestens 5 User nehme, habe ich auch unbegrenzten Speicher. Also ich gehe davon aus, irgendwo im Kleingedruckten, aber grundsätzlich unbegrenzt.
Ich habe die volle Integration natürlich in meinen Windows-PC, bei Microsoft nicht anders zu erwarten, aber ebenso in Android-Phones, in iPhones, in iPads, in Android-Tablets. Das heißt, auch hier gibt es sehr, sehr gute Apps von Microsoft, um den Speicher zu nutzen. Ich habe dort alle Möglichkeiten, die ich auch mit einer Dropbox oder Google Drive oder so habe. Das heißt, ich kann mit externen Teilen und sagen, nur lesen oder lesen und schreiben oder so. Und das OneDrive for Business ist gedacht quasi für das Home-Laufwerk des Users. Das heißt, dort liegen die persönlichen Daten des Benutzers. Die gleiche Technologie vom OneDrive for Business funktioniert auch im SharePoint, in SharePoint-Dokumentenbibliotheken, die in der Cloud liegen. Und das sind quasi meine File-Shares, meine Team-Laufwerke. Das heißt, hier kann ich auch sagen, ich habe ein Projekt, wo wir mit Externen zusammenarbeiten und teilen dort die Daten. Wichtig ist, es sind ein paar Funktionen dazugekommen, die bei den Consumer schon normal sind, die jetzt der Business Client auch kann. Das heißt, ich habe jetzt einen selektiven Sync und kann sagen, synke mir bitte nicht den gesamten unbegrenzten Speicher, weil mein PC vielleicht nicht unbegrenzten Speicher hat, sondern nur einzelne Ordner. Und ein Feature, das mir persönlich extrem gut gefällt und das man eigentlich erst merkt, wenn man es nutzt. Nämlich die Möglichkeit, dass ich die zuletzt verwendeten Dokumente zwischen meinen Geräten share. Das heißt, ich sitze in der Firma vor meinem PC, mache meine Präsentation fertig, speichere sie ab, setze mich in die U-Bahn und fahre hierher, um das Webinar zu halten. In der U-Bahn denke ich mir, eigentlich würde ich noch mal ganz kurz durch die Slides durch, nehme mein Phone, öffne am Phone PowerPoint und habe in den zuletzt verwendeten Dokumenten im PowerPoint die Präsentation, die ich gerade bei mir in der Firma am Desktop, also im OneDrive abgespeichert habe, ja, und kann hier durchschauen. Das ist etwas, was sehr schnell selbstverständlich wird und ein Feature, das man dann eigentlich nicht mehr missen möchte. Und ich habe die Möglichkeit, meine Freigaben sehr genau zu steuern, als User und als Admin. Das heißt, als User kann ich sagen, ich schicke dir einen Link und jeder, der den Link hat, kann die Dateien lesen oder auch bearbeiten. Oder ich sage, diesen Link kann nur jemand aus meinem Unternehmen oder nur eine Person, der ich die Daten gebe, lesen. Als Administrator bin ich in der Lage, zentral zu steuern und zu sagen, auf meinem OneDrive dürfen die User das, in dieser Dokumentenbibliothek vom SharePoint dürfen sie gar nicht mit externen sharen, die machen wir grün und rot sind die Dokumentenbibliotheken im SharePoint, wo sie mit externen sharen können. Das heißt, ich habe als IT die Kontrolle und kann meinen Mitarbeitern alle Möglichkeiten geben, die sie brauchen, um ihren Job zu machen. Also zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass das simple Sperren, dieses Schwarz-Weiß-Denken von manchen Firmen zu sagen, na dann sperren wir das komplett, nicht ideal ist, sondern eher so die Alternativlösung zu bieten, damit eben diese Funktionen erhalten sind, ja, aber die eben auf eine gewisse Art und Weise gesteuert werden können. Ja. Sehr gut. Kommen wir zu einem weiterführenden Thema in unserem Webinar. Eines, das von der Begrifflichkeit her, glaube ich, sich schon bei uns, bei vielen von uns in die Alltagssprache irgendwie hineingeschlichen hat. Wenn kaum jemand, der sagt, ich führe jetzt ein Videotelefonat oder also ich chatte, sondern viele sagen, ich skype. Ich skype. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Ja, definitiv. Und ich sehe, dass Skype einer der Consumer Cloud-Dienste ist, der in vielen Unternehmen von der IT gesteuert verwendet wird. Besonders wenn ich Auslandseinsätze habe, dann ist Skype halt wirklich eine Möglichkeit, sehr auch bei schlechten Netzwerken sehr gut telefonieren zu können. Nichtsdestotrotz ist Skype ein Consumer Cloud-Dienst mit allen Nachteilen. Das heißt, ich habe meinen persönlichen Account und nicht meinen Firmenaccount im Skype. Ich kann mir nicht sicher sein, dass die externen Personen, mit denen ich skype, immer noch dort arbeiten, wo sie vorgeben. Ich habe nicht alle meine Kollegen automatisch in meinem Skype drinnen. Und deswegen auch hier wieder, die bessere Alternative ist Skype for Business. Man sieht, die Microsoft hat da schon ein bisschen... Ja, ich wollte gerade sagen, also weil ich für jetzt Normalsterblichen ist Skype jetzt, ich kenne es von Videotelefonaten, wenn man im Urlaub ist und dann die Mama daheim anruft, dass einem eh gut geht und dass er sich keine Sorgen machen muss. Oder halt vom Chatten oder was auch immer, aber das ist das jetzt in einer Unternehmensumgebung verwende, in dem Form kannte ich. Es hat ein paar massive Vorteile. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem kommunizieren möchte und vom PC sitze,
ist mein erster Schritt, dass ich den Skype-Client aufmache und schaue, ist er verfügbar. Das heißt, diese Verfügbarkeitsanzeige gibt mir schon ein Gefühl, ob ich jemanden ansprechen kann oder nicht. Das Schöne ist, ich brauche dazu nicht den Skype-Client, sondern ich habe das auch in der Mail oder in SharePoint oder in den Dokumenten. Das wollte ich ja gerade sagen. Also Mail wäre jetzt eher das, wenn ich beruflich Unternehmenskommunikation unter Anführungszeichen machen möchte, gehe ich doch eigentlich eher her und verwende Mail. Und nicht, dass ich jetzt einen Chat aufmache, das ist doch eher für Hallo, treffen wir uns am Abend. So wie meine Kinder. Und ja, wie auch immer. Ja, also. Da ist aber das Problem, dass wir sehr oft Mail missbrauchen, um Diskussionen zu führen. Ja, das heißt, kenne ich von der eigenen Mailbox. Das, was ich vom Skype kenne, wie viele Mails haben Sie in Ihrer Box? Also wäre jetzt mein Systemadministrator da, würde ich sagen, zu viele. Zu viele. Ja, das auf jeden Fall. Nein, es ist aber da sind Sie der Einzige. Also wir alle haben eine leere Inbox, Sie sind der Einzige. Einmal im Jahr misst dich aus. Aber warum ist das so? Weil wir einfach Mail missbrauchen für Diskussionen, Gespräche und so weiter. Und da ist der Chat eine Möglichkeit, dass ich mache das auch oft, wenn Sie mir eine Mail schicken, da ist ein kleiner Punkt drin, wo ich mir denke, wie meint er das, dass ich nicht wieder vielleicht sogar Reply to All mache, sondern reingehe, ich sehe, Sie sind verfügbar, kurz chat und sage, wie hast du das gemeint, Sache erledigt und wir haben uns schon wieder 4 Mails erspart. Das zweite Schöne beim Chat ist, es ist ein anderer Kommunikationskanal. Was mir manchmal passiert ist, ich diskutiere am Telefon mit Kunden, dann stellt mir der Kunde eine Frage, wo ich sage, gute Frage, keine Ahnung. Dann kann ich neben dem Telefonat schauen, welcher meiner Kollegen ist online und könnte diese Frage beantworten, kann den parallel zum Gespräch anchatten, kann ihn fragen und kann dem Kunden die gewünschte Auskunft geben. Funktioniert auch, was bei Ihnen nie vorkommt, wenn Sie in einem Meeting sitzen und jetzt gerade nicht unbedingt gefordert werden, kann man auch parallel chatten. Das Schöne ist, ich kann zu diesem Chat sagen, ich baue diesen Chat jetzt aus und hänge Sprache dazu. Wenn ich in der Cloud bin, ist es meistens nur Skype. Wir haben das Ganze noch quasi bei uns im Haus. Wir haben das mit unserer Telefonanlage gekoppelt. Ich kann auch die Cloud-Lösung mit der Telefonanlage koppeln. Und dann kann ich quasi im Chat sagen, okay, lass uns reden. Das passiert auch sehr oft, dass wir sagen, okay, das wird jetzt, reden wir einfach miteinander, entweder über den PC oder übers Handy. Und ich kann das noch einen Schritt weitermachen, ich kann Video einschalten. Wobei aus meiner Erfahrung ist es nicht einmal mit den hübschen Kolleginnen so, dass man im One-to-One mit Video arbeitet. Aber in dem Moment, wo ich mehr Teilnehmer habe, kann ich aus einem One-to-One-Chat Leute dazu oder ich mache gleich eine Konferenz und wir können mit mehreren Personen reden. Und ich kann in diesem Chat auch Dokumente von mir freigeben. Beispiel, wir besprechen die Folien. Ich schicke Ihnen die per Mail, wir machen es beide auf, telefonieren und ich sage Folie 7 und oben. Das ist könnte mir anders ausschauen, rein hoher, ja. Hoher Aufwand zur Abstimmung. So machen wir das Ganze über Skype for Business. Ich gebe mein PowerPoint frei, wir können uns das beide anschauen, können gemeinsam bearbeiten. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Ich kann damit auch Konferenzlösungen machen in jeder Größe. Das heißt, da gibt es ja viele so kleine Devices. Das ist zum Beispiel ein Tischlautsprecher, den habe ich eigentlich immer mit. Das ist sehr praktisch, wenn man zu zweit, zu dritt eine Telefonkonferenz spontan machen möchte, geht das mit dem sehr gut. In der Folie rechts sehen Sie eine Roundtable. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Nette Geschichte dazu, ich durfte immer wieder mit Kunden nach Redmond fahren, und also quasi ins Headquarter. Und die Microsoft hat dort eine sehr große Research-Abteilung. Und diese Research-Abteilung betreibt dort bei Microsoft so ein Center of Innovation, wo sie quasi die Dinge, die sie sich ausdenken, wo sie sagen, das könnte in 5, 6 Jahren echt werden. So wie James Bond, der runter zu Q geht. Quasi. Genau, okay. Dort zeigen sie das, also bauen so Szenarien. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich war vor 10, 12 Jahren dort und habe dieses Device, also den Vorgänger von dem Device, dort in diesem Research-Studio gesehen. Ja, und dann haben sie uns das live präsentiert, dieses 360-Grad-Video, das erkennt, wer gerade spricht. Und im nächsten Jahr, wie ich dort war, haben sie gesagt, jetzt müssen sie es wegräumen, weil das ist in Produktion gegangen.
Und das ist für mich irgendwie sehr spannend in der IT, wenn man da was gesehen hat, was sich irgend so eine wahnsinnige Research-Abteilung ausgedacht hat, dass das so rasch in Produktion gegangen ist. Also das heißt, kleine Audio-Devices, kleinere Videokonferenzlösungen bis hin zu dem, was Sie im Hintergrund sehen, das Surface Hub, das sind dann die sehr großen, professionellen, vorstandstauglichen Videosysteme, der erkennt, wenn der Vorstand in den Raum reinkommt und sagt, sollen wir jetzt mit dem Video, also mit der Meeting beginnen, drückt da drauf und man kann darauf malen und zeichnen. Also für jeden Geldbeutel auch die richtige Lösung. Trotzdem muss ich da einhaken, weil wenn wir von Online-Konferenzen sprechen, dann fällt unweigerlich, ich glaube auch bei unseren Zuseherinnen und Zusehern, der Name WebEx, der kommt irgendwie einfach in den Kopf hinein, der dann doch der Platzhirsch in diesem Bereich ist, oder? WebEx ist deswegen der Platzhirsch, weil es sie schon relativ länger gibt und weil WebEx dieses Feature, dass man sich weltweit einwählen kann, eigentlich immer schon gehabt hat. WebEx ist auch gut. Der Nachteil am WebEx ist einerseits, dass sehr oft die Integration ins Unternehmensverzeichnis fehlt. Ist möglich, aber viele machen das nicht. Und das Zweite ist, dass WebEx relativ teuer ist. Also das geht so von 15 bis 55 Euro pro Monat. Und der Preis hängt davon ab, wie viele Teilnehmer im Meeting sein können. Was jetzt im Unternehmen dazu führt, dass ich kann jetzt 8 und wenn ich 9 brauche, muss ich noch wen suchen, der mir das WebEx-Meeting macht. Und ich habe mit Kunden zu tun gehabt und das ist teilweise echt kompliziert. Das ist mühsam einfach. Ja. Das ist mühsam, ja. Schauen wir uns an, wenn Sie jetzt nur den WebEx-Ersatz mit Office 365 machen wollen, dann nehmen Sie sich so eine E1 um 6,70 Euro, kriegen zusätzlich zu dieser Funktionalität noch Mail und OneDrive for Business und Teams und Jammer und was auch noch sonst, nehmen das PSTN-Konferencing dazu, damit sich Ihre Teilnehmer weltweit einwählen können und haben um knappe 10 Euro quasi die gleiche und mehr Funktionalität und haben keine Einschränkung bei der Anzahl der Benutzer. Jo. Jetzt haben wir von all den Bereichen, die wir jetzt besprochen haben, wirklich schon unterschiedliche Kommunikationswege dargestellt, skizziert. Fällt mir langsam ein bisschen schwierig, das alles irgendwie noch zusammenzufassen, weil wir haben von Mail über WhatsApp, über Jammer haben Sie erwähnt, Skype for Business, Telefon. Es wird mir dann ein bisschen fast zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie finde ich da Klarheit? Das ist etwas, was ich auch sehr oft von Kunden höre, dass sie sagen, jetzt rufen sie mich eh schon alle an, dann schicken sie mir alle Mails und jetzt chatten sie mich noch an was dazu. Und es kommt noch was dazu. Dass meine persönliche Erfahrung ist, diese Technologien helfen mir, zielgerichteter zu kommunizieren. Wichtig dafür ist, ich muss Regeln erstellen im Unternehmen. Ich muss einerseits Regeln erstellen, welches Tool verwende ich für welche Art der Kommunikation. Und ich muss auch Regeln erstellen, wie verwende ich die Tools. Und zwar nicht, wie mache ich ein Skype-Meeting, sondern wie nutze ich Skype im Unternehmen. Welche also Regeln nur das Mail ausschicken, wir haben ab jetzt Skype, macht das bitte. Funktioniert in der Regel nicht aus der Erfahrung. Mhm. Wichtig ist auch, diese Rules of Engagement müssen von oben kommen. Die dürfen nicht aus der IT kommen, die müssen aus der Geschäftsführung kommen. Ja? Und ich muss meine Mitarbeiter schulen, ich muss ihnen das erklären. Schulen auf Skype. Ja. Naja, Skype, ich meine... Machen wir einen kleinen Test. Sie sind jung. Danke. Nehmen wir das Beispiel Mail. Ich habe im Mail ein Anfeld und ein CC-Feld. Ja. Kenne ich. Also ich kenne auch das BTC-Feld sogar. Genau. Und in allen drei Feldern landet die Mail beim Empfänger. Ja. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen An und CC? Ich habe es noch gelernt. Also zu meiner Zeit hat man so. Also mir hat Mail niemand erklärt. Ich habe es einfach gemacht. Ja, richtig. Aber, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich... Da ist eine valide Antwort teilweise. Und da ist jetzt an diesem Beispiel dieser alten Kommunikationsart, haben wir schon das Problem. Für mich ist ganz klar, im An stehen die Personen, die mit dieser Mail etwas tun müssen. CC ist übrigens die Carbon Copy, also der Kohledurchschlag, daher kommt schön. CC. Das ist wirklich schon ein älteres. Da werden viele jetzt sagen, hä, Durchschlag, Carbon, Kohle, Papier, Schreibmaschine, wurscht. Im CC ist zur Information. Und da könnte es jetzt schon zu Kommunikationsproblemen zwischen uns kommen, weil Sie setzen mich auf CC und ich sage, ich brauche nichts machen. Und Sie wundern sich, warum ich nichts mache. Und genauso muss ich bei Mail so Regeln aufstellen, was ist denn bei uns die Zeit, die wir uns vereinbaren, wann Mails beantwortet werden.
Ja, sind das 4 Stunden, sind das 8 Stunden, wenn er dringend ist? Auch unterschiedlich bei uns, ja, das sind Regeln, die gehören bei der Mail definiert. Und bei der Mail wissen es halt viele, weil das weitergegeben wird. Aber Skype ist was Neues und dort brauche ich auch Regeln. Und die Regeln, die ich bei Skype zum Beispiel gelernt habe, ist, ich fange mit einem Ping an. Der Ping heißt, hallo, ich würde gerne mit dir kommunizieren, hast du Zeit? Warum schreibe ich nicht gleich rein, was ich will? Naja, wir beide sitzen jetzt vom Computer, besprechen irgendwas und ein Kollege schreibt rein, hey, hast du Radio Wien, spielen Sie wieder Schasmusik. Ist kann das jetzt, nicht passieren. Kann nicht passieren, ja, aber wäre jetzt blöd und deswegen wichtig, ein kurzes Ding. Das zweite ist, und das gehört unbedingt ausgemacht, nicht antworten ist nicht unhöflich. Meine Kinder haben mich immer angepinkt und geringt und dann sind die Pings immer größer geworden und ich habe ihnen irgendwann gesagt, ich habe schon gesehen, dass du mich anpingst, aber ich habe keine Zeit. Ja? Und wenn ich gerade irgendwo konzentriert arbeite, und es poppt immer was auf. Mhm. Allein das Hingehen und Schreiben, ich habe keine Zeit, bringt mich schon raus. Und kostet Zeit. Und kostet Zeit. Ja. Und deswegen meine Empfehlung auch gleich, alle Pop-ups einfach deaktivieren, Sie kriegen eh ständig Mails. Ja? Und wenn Sie antworten, dann machen wir uns aus, wie wir kommunizieren. Bleiben wir beim Chat, rufen wir uns an, telefonieren wir oder gehen wir einen Kaffee trinken. Ich gehe auch oft mit Leuten dann einen Kaffee trinken. Und das gehört einfach geschult. Und das Zweite, was definiert gehört, ist, wann verwende ich E-Mail, wann verwende ich Chat, wann verwende ich Telefon, wann verwende ich Jammer, wann verwende ich Groups und so weiter. Der Effekt von dem, wenn wir uns das ausmachen, wenn wir die Regeln definieren, ist aus der persönlichen Erfahrung eine massive Verringerung der E-Mails. Was ja nur wünschenswert ist. Und was nur wünschenswert ist, ja. Weil E-Mail einfach viel zu oft... Merken Sie das schon, wenn Sie das... Ja, definitiv. Ich kriege immer noch viele, aber ich kriege wesentlich weniger. Ich kann mich erinnern, mein Rekord war nach 14 Tagen Urlaub 2.500 E-Mails. In 4 Stunden abgearbeitet. Ja, einfach... Nein. nicht alle gelöscht. Das wäre aber einfach. Brauche ich keine 4 Stunden. Okay, lassen Sie uns vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher schon gehabt haben. Ich glaube, wir haben über die Gefahren der Schatten-IT ausführlich gesprochen. Vorteile eines Business-Cloud-Accounts, wie Business-Cloud auch die Sicherheit im Unternehmen erhöhen kann, wie es uns weiterhelfen kann innerhalb des Unternehmens. Und auch, dass man eben mit neuen Unternehmenskommunikationsformen, Skype for Business, da sicher fürs Unternehmen einige positive Aspekte rausholen kann. Oder aber auch, dass es wichtig ist, die Mitarbeiter zu schulen auf das, klare Regeln festzulegen, wie ist wann, was, wo zu verwenden und. Das heißt, wir haben eigentlich gehört, was bringt das dem Unternehmen? Trotzdem die Frage, was bringt der IT als solches, jetzt zu sagen, okay, wir lagern eigentlich all das, was wir vorher als Kernbereich, also eigentlich ein Kernbereich der IT gehabt haben, wir lagern all das aus. Ja. Ein wichtiger Punkt, weil in der Regel ist es ja die IT-Abteilung, die solche Projekte macht und die Frage ist eine berechtigte. Ich habe mir dafür eine Folie von unserem Vorstand geklaut, die mir sehr gut gefällt. Deswegen wirkt die auch ein bisschen anders anscheinend. Deswegen schaut die auch anders aus. Es ist in der Businesswelt so, es gibt ein paar Themen, da scheint die Sonne drauf. Das heißt, das sind die Themen, die für die Geschäftsführung wichtig sind, wo die Geschäftsführung sagt, boah, Digitalisierung, Internet of Things und Big Data, das ist wichtig, da kann man gehen, ein Geschäft, da kann man gehen. Ich verstehe. Wenn ich dort als IT meiner Geschäftsführung zeige, dass wir dort was tun können, dann bekomme ich mein Lob. Für den Eisberg darunter, das heißt, für die Aufrechterhaltung des normalen Betriebs bekomme ich kein Lob. Keiner wird kommen und sagen, Pfau, den Exchange Server hast du letztens super gepatcht, das war echt cool, dass der jetzt wieder voll mit ist. Also da kann man es eigentlich im Endeffekt nur falsch machen, weil dann ist die Aufmerksamkeit plötzlich da, wird dann wird geschimpft. Genau, da wird geschimpft, wenn es nicht rennt, kriegt man Watschen, wenn es rennt, ist es eh selbstverständlich. Und das ist das, wo ich sage, hier ist die Cloud die Chance für die IT-Abteilung zu sagen, ich spiele mich von diesen Routineaufgaben, für die ich sowieso keinen Schulterklopfer bekomme, von denen spiele ich mich frei. Ja? Ich bekomme damit Ressourcen zur Verfügung, um der Geschäftsführung zu helfen, das Business besser zu machen. Ich bekomme in der Firma den Ruf nicht des Verhinderers und der nie Zeit hat, sondern ich bekomme den Ruf dessen, der sagt,
der versteht mein Business, der kümmert sich um mein Business, der hilft mir, meine Ziele besser zu erreichen. Und ich habe einfach mehr Zeit für das Wesentliche, wie ein Kunde von mir mal so schön gesagt hat. Also das heißt, ich lasse das weg, was mich ohnehin nur am Glänzen hindert, sozusagen. Genau. Eigentlich, oder? Je mehr ich von dem Eisberg unten weggebe, umso mehr kann ich oben glänzen. Und das stimmt jetzt mit dem Eisberg nicht ganz, ich weiß. Ja. Für die Physik. Was gibt Schöneres als eine glückliche IT-Abteilung? Was gibt Schöneres als eine glückliche IT-Abteilung? Okay, wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn was da ist. Vielleicht auch eine Frage von meiner Seite: Wie komme ich, wenn ich jetzt sage, okay, finde ich alles schön und gut, was Sie mir da erzählen, wie komme ich jetzt, wie mache ich die ersten Schritte? Wie mache ich die ersten Schritte? Wir bieten als ACB an eine Art Workshop, der ist zweiteilig. Wir haben auf der einen Seite einen Fragebogen, den wir mit Ihnen durchgehen, der lebt. Da kommen aus all den Erfahrungen, aus den Projekten die Pain Points hinein. Das heißt, wir klären einmal, wie schaut Ihre jetzige Situation aus, wie schaut der Weg in die Cloud aus, und gehen dann mit Ihnen in einem Workshop durch und erklären Ihnen, was heißt das jetzt? Wie kommst du mit deinen Accounts in die Cloud? Was gibt es für Möglichkeiten? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie kann man das ausfallsicher machen? Wie schaut das mit Mail aus? Wie geht das genau? Und nach diesem Tag Workshop wissen Sie dann ganz genau, was muss ich tun? Was kostet es mich an Geld und an Arbeit? Was kostet es in der Unterstützung mit der ACB? Ja? Und haben dann die Entscheidung, die wesentlich bessere Entscheidung, zu sagen, wir machen das oder wir machen das nicht. Also das ist so der gute erste schnelle Weg in die Cloud. Gibt es da jetzt Unternehmen, wo Sie jetzt sagen, da ist das besonders geeignet, sich da in die Richtung zu interessieren? Oder ist das, also gibt es da jetzt von kleinen, winzigen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu mehreren hundert Mitarbeitern, wo man da sagt, okay, lass lieber die Finger davon, oder ja, für euch ist das ideal? Gibt es da Bereiche, wo das besser oder schlechter passt? Grundsätzlich muss man sagen, je kleiner ein Unternehmen, umso eher Cloud. Warum? Ein 20-Mann-Unternehmen hat nicht die Ressourcen, ein businesskritisches... Also 20-Mann ist für Sie ein kleines Unternehmen. Absolut. Okay, ja. Gut, ja. Ein businesskritisches 7x24-Service wie E-Mail ist, wirklich 7x24 zu betreiben. Das heißt, die Kleinen haben das schon vor zwei Jahren, drei Jahren erkannt, dass ihnen das was bringt. Jetzt ist es so, dass ich auch bei den 150, 250, 500 und auch größeren Unternehmen einfach sehe, dass dort die Bereitschaft da ist. Ich war letztens bei einem Unternehmen, die haben weltweite Ressourcen, ich glaube, sie haben 2.500 User. Dort ist die Entscheidung für die Cloud schlicht und ergreifend gefallen, weil ich den IT-Leiter gefragt habe, ob er seine zwei Mitarbeiter, ob er das wirklich super findet, dass die am Samstag am Abend angerufen werden, wenn der Mail-Server nicht geht, obwohl sie dafür nicht bezahlt werden. Mhm. Und das war sehr lustig. Er hat dann seinen Mitarbeiter angeschaut und gesagt, magst du den Exchange in die Cloud geben? Und der hat ihn angeschaut und gesagt, ja. Nochmal, was gibt es Schöneres als eine glückliche IT-Abteilung? Aber das heißt, diese kleinen Erfolgserlebnisse sind auf der einen Seite da, und dann, ich meine, Sie machen das ja nicht erst seit gestern, was kommt denn da zurück von den Firmen? Was sind die Erfahrungswerte, die da kommen? Danke, eine gute Frage. Es ist noch keiner von denen, die ich in die Cloud gebracht habe, wieder zurückgestiegen. Und es ist eigentlich die übliche Antwort, wenn man dann so sechs Monate später mit den Leuten redet, dass sie sagen, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Und das Schöne ist, Sie können auch gern bei uns anrufen, wenn Sie jetzt sagen, ja, das sagt er jetzt, weil die Kamera da ist. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Adressen von Kunden, die Sie dann anrufen können, die mir genau das gesagt haben. Jetzt haben Sie gerade diese sechs Monate erwähnt. Ist das so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt merke ich, dass der Umstieg abgeschlossen ist und das alles, das Werk rennt? Nein, die Projekte gehen eigentlich wesentlich schneller. Aber sechs Monate ist so das, wo dann... Das Spannende ist, der sitzt da und sagt, ja, eigentlich, ja, es rennt alles richtig. Mhm. Ja, also da, nach sechs Monaten ist so die Zeit, wo das alles so normal ist, ja, und wo er draufkommt, dass er jetzt eigentlich... Also der geistige Umstieg eigentlich, genau, nicht, dass die Arbeitsabläufe sich... Okay, ich verstehe. Ja, alles, was ihnen fehlt,
das merken sie ja nicht. Also sie merken ja nicht, dass sie jetzt schon 3 Monate keine Exchange-Server mehr gepatcht haben. Also man hat dann einfach mehr Zeit für andere Dinge. Eben diese Routineaufgaben, die man wegschieben kann, um sich auf die anderen Sachen zu konzentrieren. Vielleicht nützt man die verbleibende Zeit noch, um ganz kurz zu skizzieren, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das sich für Ja entschieden hat, zu sagen, wie funktioniert dann der Umstieg? Wie läuft das ab? Das erste ist die Prüfung, wie schaut es jetzt bei Ihnen aus? Der zweite Schritt ist, dass man Ihr lokales Directory mit dem Cloud Directory verbindet. Da gibt es ein paar Fallen, ein paar kleinere. Zum Beispiel, es gibt im Active Directory diesen UPN, den Universal Principal Name. Und wenn der keine routbare Internetdomain ist, also .local zum Beispiel, muss man den umstellen. So eine der Fallen. Üblicherweise ist der nächste Schritt dann Mail. Mail-Migration schaut jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt so aus, dass ich meinen Exchange-Server nehme, mit dem Exchange-Server in der Cloud verbinde und die Mailboxen move. Ja. Hier auch eine Frage, die oft kommt, ja, aber was ist, wenn jetzt die Microsoft die Preise erhöht, dann bin ich ja dort gefangen. Das Schöne ist, so wie ich die Mails von On-Premise in die Cloud schieben kann, kann ich auch genauso wieder hier einen Exchange-Server aufbauen und ich move die Mailboxen genauso schnell wieder zurück. Also ich bin nicht immer jetzt gefangen. Ich bin nicht gefangen. Ja. Das Einzige, was ein bisschen komplizierter ist, ist, wenn ich dort SharePoint habe und im SharePoint vielleicht Applikationen und Workflows, klar, das ist technisch ein bisschen schwieriger, aber nicht, weil es die Microsoft schwierig macht, sondern weil das einfach vom Grund ein bisschen schwieriger ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass genauso leicht, wie ich rauf kann, ich auch wieder zurück kann. Ja? Viele starten auch mit Skype for Business, weil sie einfach sagen, okay, das ist jetzt was Neues, das habe ich noch nicht, das ist dann schnell implementiert und ich kann von den Dingen profitieren. Und das, was jetzt auch viele machen, ist, dass sie sagen, ich nutze diesen 1 Terabyte Speicher und lege die Home Drives meiner User auf OneDrive, spiele damit meine Storage frei, spiele mein Backup frei, habe wieder mehr Ressourcen für sinnvollere Dinge und gebe den Usern einfach die Chancen, die Dinge zu tun, warum sie heute Consumer Cloud Speicher nutzen. Also einfach überall vor allem. Überall. Ja, das ist, glaube ich, die Sache, um die es geht. Ja. Okay, ich glaube, wenn offenbar keine weiteren Fragen sind, haben Sie Ihre Expertise ausführlich dargemacht. Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Expertenwissen in diesem Bereich. Ich denke, es war ein sehr aufschlussreiches Webinar in diesem Fall. Ich danke Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, fürs Dranbleiben und fürs vor allem trotz des guten Wetters Dranbleiben hier bei uns. Sollten vielleicht doch noch Fragen sein, die Sie vielleicht nicht im Rahmen des Webinars im Chat stellen wollen. Wir haben jetzt eingeblendet am Schirm den Kontakt zum Christian Decker. Ich glaube, Mail, Skype, Telefon, Brieftaube. Ja? Brieftauben nehme ich nicht so gerne. was auch immer, wie man ihn erreichen kann, Sie sehen es hier. Einzelgespräche sind, glaube ich, kein Problem. Überhaupt. Gut, wunderbar. Das gesamte Webinar zum Nachschauen, überhaupt alle Folien, alles rund um das Webinar, gibt es in den nächsten Tagen, wird dann direkt von der ACP an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesandt. Da ist dann alles drinnen, was man braucht und brauchen kann, falls man auch nicht mitschreiben konnte, weil wir viel zu geschwind geredet haben, was auch immer. Sie kriegen die Infos, keine Sorge. Es kommt auch jetzt im Anschluss an das Webinar, poppt dann gleich auf ein Feedbackbogen, wo wir bitten, dass Sie uns Feedback geben, wie der Anzug so war oder nein, also wie wir es besser machen könnten, wie das Webinar Ihnen gefallen hat, was es für Punkte gibt, die wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten. Apropos nächstes Mal, die nächsten Webinare von der ACP sind bereits in Planung. Noch nicht so detailliert, dass wir Ihnen sagen könnten, worum es geht und wann es ist, aber sobald wir da was wissen, sind Sie die Ersten, denen wir es weitersagen. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen, Christian Decker. Ich sage auch danke. Und wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Genießen Sie die Sonne. Jetzt dürfen Sie raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.